Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem übertrieben freshen und knackigen Kanal, den ihr schon längst abonniert haben solltet, weil die Videos einfach fresh sind. Freunde, was geht ab? Ich muss echt sagen, ich habe dieses Intro echt vermisst zu machen, Alter. Endlich bin ich wieder zurück. Ich freue mich sehr, Freunde. Und wir beginnen direkt mit Lehrer versus Schüler Rematch. Ich freue mich sehr darauf zu reagieren, Freunde. Das erste Battle zwischen den beiden war wirklich unglaublich stark. Sehr, sehr geile Leistung von beiden auf jeden Fall. Hatte extrem viel Unterhaltungspotenzial. Und jetzt bin ich hier wirklich auf das zweite Battle gespannt. Ich hoffe wirklich, beide liefern ähnlich gut ab wie im ersten Battle, Freunde. Und ich habe eine Umfrage in meiner Instagram-Story gemacht und das Battle hier, beziehungsweise dieses Video hat auf jeden Fall gewonnen. Und dementsprechend reagieren wir heute auch darauf, Freunde. Wenn ihr solche Umfragen in Zukunft nicht verpassen wollt, dann folgt mir gerne auf Instagram, Freunde. Denn dort könnt ihr gerne mit abstimmen in der Story und so auch quasi den Content mitgestalten, der ihr in Zukunft auf dem Kanal folgen wird. Und jetzt würde ich sagen, genug geredet. Wir gehen ins Video und gucken uns das an. Let's go. Was geht ab, meine Freunde? Mein Name ist 4-7 und heute... Mein Name ist 4-7. Herzlich willkommen bei Big Difference. Heute haben wir ein richtig geiles Rematch für euch und das ist Lehrer gegen Schüler. Ihr habt es euch gewünscht. Heute habe ich die beiden zusammengetrommelt und die werden sich heute richtig krasse Punchlines geben. Bevor das Video beginnt, geht alle in die Kommentare, liked das Video, abonniert den Kanal und viel Spaß mit dem Battle. Let's go. Jetzt kommen wir zum Interview. Zu einem Rematch, Lehrer gegen Schüler. So viele haben mir geschrieben, dass sie sich dieses Battle wünschen. Und ja, fangen wir mal mit dem Lehrer. Bist du gespannt auf das Rematch und warum das Rematch? Ich bin sehr gespannt auf das Rematch. Ich fand meinen Gegner überraschend sehr gut. Und ja, die Leute wollen ein Rematch sehen. Und dann haben wir gesagt, machen wir das halt nochmal. Okay, was sagst du dazu? Ja, also das erste kam gut an und da war ich eigentlich noch ein bisschen ruhiger so. Aber jetzt beim Rematch ist ein bisschen mehr Action drin und dann zeige ich ihm mal, wie man battelt. Das wollen wir ja mal sehen. Ja, das erste Video hat 1,7 Millionen Aufrufe erreicht und das ist sehr, sehr krass. Denkt ihr, dass... Gerade als der Schüler die ganze Zeit gesprochen hat, ich musste so an die Reaction mit Manuelsen denken, wo der die Reaction abgebrochen hat. Oder den Lehrer und auch den Schüler zum Hund gemacht hat. Natürlich nur aus Unterhaltungszwecken, so nicht ernst gemeint. Bruder, wäre das mein Sohn, ich würde ihn kaputt schlagen, Bruder. Ich meine natürlich nur sinnmäßig. Ich schwöre, wenn ich der Vater wäre, ich würde sagen, was machst du da? Oh, da rammige schon, oh, Napion. Von der Lehrerseite ist cringe. Fällst du noch der so, Walla, wie dir gefallen, Walla. Das gefällt dir? Ich mach doch Spaß. Was? Also, das Ding. Ich so, Walla, geil. Was soll jetzt, guck mal, was soll aus diesem kleinen Kackvogel werden? Sag mal bitte ehrlich. Der steht da, wie alt ist der? Wie alt ist der? 14 vielleicht? 14? Dieses Battle genauso erfolgreich wird? Definitiv. Ja, ich glaube auch. Okay. Bist du als Lehrer sozusagen besserer Rapper als dein Schüler? Weil das ist ja seine Materie. Ich meine, ihr habt es ja gesehen, ich habe ihn auseinandergerissen beim letzten Mal und eigentlich mache ich sowas ja nicht, aber es hat mir ganz schön viel Spaß gemacht, muss ich sagen, im Battle Rap und ja, Mann. Deswegen bin ich hier. Ganz, ganz stark, so. Ja, also seine Tochter hat mir geschrieben, dass ich besser war, also ist eigentlich alles gut. Okay, mal gucken, wer nach diesem Battle wer wem schreibt und jetzt kommen wir zum Battle, let's go. Okay. Ich bin gespannt. Ich bin was geht gespannt. Ab, meine Freunde? Mein Name ist 4-7 und herzlich willkommen zum Rematch Lehrer gegen Schüler. Ihr habt es euch gewünscht. Wir sind immer noch in Krefeld, Rheinstraße 72. In Blaze kommt alle vorbei und der Schüler wird dieses Mal beginnen. Let's motherfucking go. N100, drück auf Play. Geiler Beat, Digga. Ich schwöre, nicer Beat. Schüler versus Lehrer, Rematch, ich werd siegen. Seit dem letzten Battle ist deine Tochter in mein DMs. Sie war wahnsinnig, nach meinem Aramis. Ich laber nicht, sie hat nur geschrieben, dass ihr Vater ein Versager ist. Dass du gegen mich gewinnst, nein, das glaub ich nicht. Ich betrüge deine Oma mit dem Enkeltrick. Du bist ein alter Sack mit psychischen Schäden. Du bist nicht Bushido, doch du hast Rückenprobleme. Dass du ein Opa bist. Du bist nicht Bushido, doch du hast Rückenprobleme, okay? Sowieso korrekt, Bro. Mein Lehrer ist älter als der Overhead-Projektor. Du musst dich jetzt für
Bruder, für den Amoklauf, du blöder Honk. Ich schmeiße deine Tochter an Silvester an den Kölner Dom. Deine Mutter will den Bauchtanz beibringen. Ich schwör, sie lässt einen fahren und die Rauchmelder ringen. Doch dass sie da ist, ist richtig geil. Immer wenn sie ihre Beine öffnet, gibt es für die Schule hitzefrei. Ich schwöre, dein liegt auf der Familiefluch. Deine Mutter ist die nackte Frau in dem Biobuch. Bei den Reif kriegt der Lehrer Problem. Ich sag, du er sagt, ein Franzis vom Play. Du bist und bleibst so ein billiger Freak. Ich sag, du Nutte, er sagt, das heißt immer noch sie. Und im zweiten Part hat ich den Punker ermorden, sodass sie sich wünschen, sie wären die Beamter geworden. Okay. Ganz, ganz stark. Souveräne erste Runde, muss ich sagen. Aber sehr, sehr undeutlich an vielen Stellen, sehr, sehr unverständlich an sehr, sehr vielen Stellen, fand ich. Und ich muss sagen, das erste Battle habe ich mit der ersten Runde vom Schüler besser in Erinnerung, muss ich wirklich sagen. War gut, ne? Aber ich glaube, das erste Battle fand ich wirklich, doch das erste Battle war wirklich stärker, beziehungsweise die ersten Runden direkt beim ersten Battle vom Schüler. Okay, wir gucken weiter, mal gucken, was der Lehrer hier drauf hat. Let's go. Starke erste Runde vom Schüler, macht einmal Lärm für den Schüler. Bombe, Bombe. Der allercoolste auf dem Pausenhof. Jetzt kommen wir direkt zu der Antwort vom Lehrer. Erste Runde, Lehrer. Gipi. Let's motherfucking go, 100. Er beleidigt, juckt mich echt nicht. Dicker, nenn mich gerne oder hässlich. Der Direktor erzählt mir nämlich letztens, dass du ab August auf Sonderschule wechselst. Ich komme und battle diese Fotze nochmal. Bei deinem Sozialverhalten steht, du bist ein Mobbing-Opfer. Ich bin immer noch dein Lehrer, du Lauch. Bist du frech, gib ich Aufgaben über Ferien auf. Auf der Klassenfahrt, Wahrheit oder Pflicht. Dein Kumpel nimmt Wahrheit und sagt, dass du ein Huso bist. Dann in der nächsten Runde nimmst du Pflicht. Die Mädchen sagen, sorry, ab jetzt spielst du nicht mehr mit. Willst du noch eine Tadel kassieren und sag deiner Mom, sie soll sich mal die Arme rasieren. Du bleibst fünfmal sitzen, was ist da los? Selbst der Downie in der Klasse sagt, du bist eine Missgeburt. Das ist meine Art von Erziehung, Lauch. Deine Mutter ist die fette Cafeteria-Frau, denn jeder weiß. Boah, deine Mutter ist die fette Cafeteria-Frau, die fand ich auch dreckig, Digga. Meine Art von Erziehung, Lauch. Deine Mutter ist die fette Cafeteria-Frau, denn jeder weiß, dass du ein schlechter Schüler bist. So krass hässlich, dich mal Peter. Alle entführen dich! Boah, Junge, Alter, was? Ach du Scheiße, Digga, ach du Scheiße. Also die Runde vom Lehrer gefällt mir deutlich besser bisher, Alter. Stark. Krankheit und die anderen haben auf dich mit ihrem Arm gezeigt. Zum Glück bist du gutes Beispiel für mich, mein Kind. Denn das kommt raus, wenn die Eltern Geschwister sind. Oh! Boah, das war böse, Digga. Böse Runde vom Lehrer, Alter. Sehr, sehr geile Runde vom Lehrer. Stark gemacht. Sehr, sehr böse Punchlines, Alter. Heftig. Gefällt mir sehr, sehr gut. Also ich sag euch ehrlich, 1-0 hier jetzt für den Lehrer, für mich. Nach der ersten Runde von beiden. Starkes Ding. Sehr starkes Ding. Sehr unterhaltsam, Digga. Ganz, ganz starke erste Runde vom Lehrer. Macht einmal Lärm für den Lehrer. Boah, ganz brutal. Voila, brutal. Was sehen wir hier für ersten Runden? Sowohl Lehrer als auch der Schüler haben krass abgeliefert. Jetzt kommen wir direkt zu der zweiten Runde vom Schüler. Let's mal. Lehrer ist on fire heute, sag ich euch ehrlich. Fucking go 100. Gib ihm. Let's go. Und in Sachkunde wollte ich sie schlagen. Er zeigte uns damals viele Tierarten. Beim Thema Hund verstand niemand mehr die Welt, denn er hat uns dann seine Familie vorgestellt. Wenn er in seinem Penis die Zahl braucht, er dafür ein 50mm Lineal. Darf ich auf Toilette, frag ich diesen Hans. Er sagt zu mir, ich weiß nicht, ob du das kannst. Im Winter kommt er mit Belehrung, lass ihn scheiß sein. Werfe auf dich, ich lebe, doch mach absichtlich einen Stein rein. Denn du bist dann eine brutale Schlange. In der Waldorfschule müsstest du ein Huhn tanzen, wo ich deine Frau sehe, du dummer Clown. Jedes Mal X-Hamster, Computerraum. Wisst ihr, was ich für einen Eindruck habe bei dem Schüler? Er nimmt es ein Ticken zu ernst. Bei dem Lehrer merkt man, es ist so mehr auf Unterhaltung aufgebaut, die Punchlines, und sehr, sehr darauf aufgebaut, dass man die Leute zum Lachen bringt und einen Unterhaltungseffekt darin einfach hat.
Und beim Schüler genau das Gegenteil. Er nimmt es wirklich sehr, sehr ernst und macht daraus auch mehr so in die Richtung Retalk als in Richtung Unterhaltung. Wisst ihr, was ich meine? Tanzen, wo ich deine Frau sehe, du dummer Clown. Jedes Mal X-Hamster, Computerraum. Du wirst gegen mich jetzt rausfliegen, denn X-Hamster sind viele Haustiere, wie ich euch schon... Was? Wallah, den hab ich nicht verstanden. Was? Mit Haustieren hat X? Deine Frau sehe, du dummer Clown. Jedes Mal X-Hamster, Computerraum. Du wirst gegen mich jetzt rausfliegen, denn X-Hamster sind viele Haustiere, wie ich euch schon letztens sagte. Ach so, er denkt, X-Hamster sind viele Tiere. Ah, okay, tamam, jetzt habe ich verstanden. Sickt er die Mädchen aus der 6. Klasse. Nun wurde er angeklagt, er findet's mies. Und Herr Bushido auf dem Weg zu seinem Gerichtstermin. Ich werde weitermachen, wenn wir nicht am Ende wären. Du bist so einer, du schreibst Texte mit einem Genderstern. Hör auf zu hören, du Bastard, muss weichen. Und kontrolliere stattdessen deine Klassenarbeiten. Was ich dazu sagen muss, ich find's auch nicht so nice, wenn so ein jüngerer Typ wie der Schüler hier, ne? Ja, nee, kein Front so, aber der Bruder ist einen halben Meter groß und frontet Bushido, so, wisst ihr, was ich meine? So, in beiden Runden, ja, nee, so, keine Ahnung, so, kann man halten, was man will von, aber ich find so, es muss natürlich auch ein bisschen authentisch sein, so, in so einem Battle, wisst ihr, was ich meine? Also, ich fand hier in diesem Battle ehrlicherweise den Schüler von beiden Runden her nicht stark. Im ersten Battle war er deutlich, deutlich stärker, muss man einfach ehrlich sagen. So, ich bin jetzt gespannt auf den Lehrer, let's go. Starke zweite Runde vom Schüler, macht einmal Lärm für den Schüler. Genauso haben wir uns das vorgestellt. Und jetzt kommen wir zu der zweiten Runde vom Lehrer, let's go. Schüler gegen Lehrer, Zwerg gegen Riese. Pubertät tut weh, du hast Pickel, aber viele. Du bist so hässlich mit der Friese. Du bist das geprüfte Abschreckbild der Pädophilie. Ich lass den Vogel verschwinden. Du hast öfter wiederholt als die Folgen von Simpsons. Ich habe nie seine Ziele gecheckt. Viertes Jahr, selbe Thema, er kriegt wieder eine 6. Wegen deiner Generation, die aufgetaucht ist, gibt's bald zusätzliche Raucherpause. Du musst dich durchschießen bis zum Ende. Hier hast du den Schlüssel zur Behindertentoilette. Doch im Rap. Auf LBB angelehnt hier, Alter, stark. Hier hast du den Schlüssel zur Behindertentoilette. Er denkt, ein Rap-Boss ist so krass. Doch im Rap-Battle mach ich diesen Otto nass. In Pausenhof-Battles kackt das Opfer ab und verliert gegen ein Kind, das gestottert hat. Er ist ein schwaches Pflegekind und ist verliebt in seine Spanischlehrerin. Und als er zu ihr ging, um meinen Kuss zu bekommen, sagte sie, Buenas de Rota, du Jure. Sie ist im Lehrerzimmer und macht Gruppenarbeit. Der Sportlehrer übernimmt die kleine Furt und fingert ihre Möse dann mit Schweigefurz. Stark, deutlich, deutlich stärker und unterhaltsamer als die vom Schüler, muss man sagen. Für mich ist es hier ein ganz klares 2-0 für den Lehrer auf jeden Fall. Hat er sehr, sehr stark gemacht. Viel unterhaltsamer fand ich. Die Punches haben auf jeden Fall alle gesessen. Und ja, aber auch an ein, zwei Stellen hatte er, glaube ich, also ich hatte das Gefühl, er hat auch ein bisschen Nervosität mitgebracht. Auch der Schüler, glaube ich, vor allem nach 1,7 Millionen Aufrufen, Digga, glaube ich, ist da sowieso eine Nervosität dabei. Ne? Mehr als auch vielleicht beim ersten Mal, weil man weiß, wie viele Menschen das sehen könnten. Und beim Lehrer hat man es einfach gemerkt, er hatte manchmal so ein paar Verhaspler und beim Schüler hat man es dadurch gemerkt, dass er einfach sehr, sehr undeutlich wurde an manchen Stellen. Ich denke mal, beide waren sehr nervös, aber trotzdem Respekt an beide, starkes Battle, aber ich muss das Ding hier auf jeden Fall 2-0 an den Lehrer geben. So, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wer für euch das Battle gewonnen hat. Lehrer, macht einmal Lärm für den Lehrer! Ganz, ganz starkes Battle, oh mein Gott! Ihr entscheidet in den Kommentaren, wer von den beiden gewonnen hat und ihr entscheidet in den Kommentaren, ob die beiden noch ein Rematch machen sollen. Die geben sich Respekt, so wie es sich gehört. Big Difference, wir sind raus. Okay, das war's hier auf jeden Fall von dem Battle Lehrer vs. Schüler Rematch. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr lasst diesem Video ein Like und ein Abo. Da würde mich auf jeden Fall übertrieben freuen. Und vergisst nicht, in die Kommentare zu schreiben, wer für euch das Battle gewonnen hat. Und schreibt auch gerne in die Kommentare, worauf wir hier als nächstes reagieren sollen, beziehungsweise worauf ihr als nächstes auf jeden Fall sehr viel Lust habt, dass ich darauf reagiere oder mit Emre. Und dann werden wir das auf jeden Fall machen, Freunde. Und ich würde sagen, sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao, ciao.